Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Dreamfall Chapters im Jahre 2200 noch was. Also quasi im 21. Jahrhundert, glaube ich. Super das gerechnet. Gut, wir haben mit der alten Dame geredet und wir müssen jetzt zu Nelas Imbiss zurück, um Informationen über Hannah Roth zu finden. Denn Hannah Roth braucht Hilfe. Ein kleines Mädchen. Und dann gehen wir mal jetzt eben mal zur Nela. Diese Chan ist ein richtig krasses Vibe. Ich bin nicht ganz sicher, was sie verkauft. Eine vielfältige Auswahl an Waren? Und auch dieses Baijiu-Zeug. Ja. Das Krasse ist, die redet wie ein Kerl. Ich glaube, das ist ein Transvestit. Warum wurde das nicht auf Deutsch synchronisiert? Bring Sunshine in Your Life. Müsste eigentlich auf Deutsch heißen. So. Dann gehen wir jetzt mal. Was ist denn da? Ich habe sie schon mal gesehen. Sie ist, nee, ich kann sie nicht zuordnen. Warum kannst du das nicht, Zoe? Also sag ich zu ihm, ich sag, da kommst du nicht runter durch, Bruder. Du musst umdrehen und... Oh, die haben auch immer das gleiche Gespräch, immer noch. Oh, das ist nervig. Könnte ich mal über was anderes reden? So, muss ich kurz gucken. Du kannst mich durch nichts davon überzeugen, dass dieser Kaiser Konstantin... Musst du ihn so nennen? Das ist dermaßen abwertend. Moment. Ich muss kurz gucken. Hast du die Graffiti gesehen? Da lang, glaube ich, ne? Warum sind die Überwachungskameras auf diesen Automaten angebracht? Das ergibt keinen Sinn. Ich will auch nicht total überwacht werden. Finde ich ja furchtbar. Wolf und Ominska machen es unter sich aus, oder? Gross und Rivas sind weit. Milliarden von Leuten verwenden Dream Machines. Für mich ist das schwer zu verstehen. Eine von fünf Personen nutzte Dreamtime mindestens einmal pro Woche. Du hier? Das ist was? Wer, ich? Die Superheldin aus meinem Traum. Du bist hier. Sorry? Ich bin ehrlich nicht. Ich bin nicht sie. Wer sie auch ist. Doch, du warst in meinem Traum. Du hast mir gesagt, alles wird gut. Und so war es. Du hast mir geholfen, aufzuwachen. Du irrst dich. Ich habe nicht mal eine Dream Machine. Ich könnte gar nicht in deinen Träumen sein. Das warst du. Du warst dort. Ich benutze die Dream Machine nur noch selten. Wirklich. Aber meistens sage ich nein, so wie du es mir aufgetragen hast. Stattdessen lese ich. Ich lese viel. Ich lese gerade ein Buch über ein Mädchen, das träumt. Aber es weiß nicht, dass es träumt. Ich mache mir Sorgen um Mami. Sie ist immer in Dreamtime. Das findet sie schöner, als wach zu sein. Sie isst kaum noch was und geht nie raus. Danke, dass du mir geholfen hast. Zoe, richtig? Danke, Zoe. Woher weißt du? Ich hab dir nicht... Was? Was zur Hölle war das denn jetzt? Ich kenne sie gar nicht. Oder? Sie kam mir so bekannt vor, aber ich hab sie noch nie gesehen. Die Karte! Bin ich sicher. Hol dir deine Karte! Die Karte! Ihre Stimme. Eine Stimme für Wolf. Dieses Mädchen. Krass. Du siehst aus, als könntest du eine Wegbeschreibung brauchen, Baby. Fülle Vorräte auf, bin bald zurück. Komisch, zur Hauptgeschäftszeit verlässt Nela ihren Wagen sonst nie. Das Auffüllen von Vorräten erledigt sie als erstes. Mysteriös. Kisten mit Lebensmitteln. So wird Nela tagtäglich beliefert. Eine Quittung. Seltsam, wo ist sie denn? Fülle Vorräte auf, bin bald zurück. Komisch, zur Hauptgeschäftszeit verlässt Nela ihren Wagen sonst nie. Das Auffüllen von Vorräten erledigt sie als erstes. Mysteriös. Was mache ich da? Ich habe heute keinen Termin mehr beim Doc.
Okay. Das heißt, wohin muss ich jetzt? Vielleicht weiß der jemand was von denen. Schauen Sie jederzeit rein. Hier gibt's den besten Käsetoast in Propast. Tagesgericht ist heute frittierte kambodschanische Tarantel. Und Mango-Chutney auf Schokopan. Seltsam, wo ist Nela? Ich bin der ballernde Krähen-Cowboy, der aus allen sechs Läufen feuern und Karten legt. Ja, ich weiß, was du bist. Mysteriös, wo ist Nela? Holen Sie sich das. Gestern hatte ich die geilste Dreamtime. Was hast du gemacht? Wo ist Nela? Ich such sie mal. Propas ist nicht wirklich groß. Warum heißt diese Stadt eigentlich Propas? Jeeha! Krähenboy ist hier, damit du dich in Propas zurechtfindest. Propas. Wo könnte sie sein? Wolf und Ominska macht's unter sich aus, oder? Gross und Rivas sind weit abgeschlagen. Vor den Limo-Kriegen gab's wohl viel mehr Geschmacksrichtungen bei Softdrinks. Keine Ahnung. Ich bin mit Bingo aufgewachsen. Ich bin ein Bingerl. Bingerl? Ach, egal. Bingerl? Dann suchen wir mal die liebe Nela. Wachen Sie auf! Pardon. Passen Sie auf, wo Sie hinlatschen! Entschuldigung. Wo füllt man denn hier sein Propass seine Vorräte auf? Wo ist denn Nela? Propas ist so riesig, da weiß ich doch nicht, wo die ist. Da hören Sie sich meine Ware ruhig an. Ich gucke mich auch mal ganz genau um im Propas. Nela, wo bist du? Hier hängen so viele Traumjunkies herum. Ach, die Stadt sollte was unternehmen. Das gehört sich nicht. Ich glaube, das hier wird noch sehr entscheidend, glaube ich, werden. Tja, ich habe keine Ahnung, wo kann sie denn sein? Hier hängen so viele Traumjunkies herum. Ach, die Stadt sollte was unternehmen. Das gehört sich nicht. Vielleicht ist sie im Backsteinviertel, in dem grünen Teil davon. Um ihre Vorräte aufzufüllen. Ich suche sie mal. Er verkauft eine Menge Zeug. Ich sehe da keinerlei thematische Eingrenzung. Nur Zeug. Hey, hallo, haben und Sie diesen eine chinesischen Zeit? Schnaps bei Gio. Sie jederzeit wieder rein? Vielleicht weiß Krähe, die Krähe Cowboy davon? Hey, hast du dich verirrt? Kein Problem. Ich kann dich an jeden Ort in Propas dirigieren. Na, wenn das nicht mein Lieblings-Cowgirl ist, kann ich dir den Weg irgendwo hinweisen, Schätzchen? Atze, es ist meine Dream Machine. Ich kann damit machen, was ich Nelas will. Nelas Imbisswagen steht direkt vor dem Seshadri Tower auf der oberen Ebene. Ja. Ich habe gehört, dass die Kaprova-Straße früher eine der Hauptdurchgangsstraßen war, vor den jüngsten Bauarbeiten in Propast. Dort befindet sich auch die Metro-Station. War mir eine Freude, dir an diesem wunderschönen Tag einen Dienst zu erweisen, Baby. Hör auf, mich Baby zu nennen. Ist ja furchtbar. Mädel, es regnet nicht, aber auch egal. Ein firmenfinanzierter Werbebot. In Casablanca waren sie verboten. Mir fehlt Casablanca. Casablanca? Ist das nicht dieser Ort aus dem Film eigentlich?
Dies ist kein Ort für eine junge Dame. Danke sehr für die Warnung. Ich muss jetzt mal in dieses grüne Backsteinviertel. Grüße, Verbraucherin. Sie sehen heute absolut strahlend aus. Hätten Sie eine Minute Zeit für mich, damit ich Ihnen von der neuen Worty Dream Machine erzählen kann? Wenn das Ding danach ruhig ist, bitte ich um die 3-Sekunden-Version. Ich frage mich, was passiert, wenn ich um das komplette Verkaufsgespräch bitte. Wenn das Ding danach ruhig... Okay, meinetwegen, aber ganz kurz. Entrinnen Sie allen. Mit der neuen Worty Dream Machine. Jetzt mit personalisierten Träumen für eine Erfahrung, die Sie... Das genügt. Ich überlege es mir. Danke für Ihre Zeit und süße Träume. Oh Gott. Die neue Dream Machine von Morty eröffnet Ihnen eine Welt voller Vergnügen. Wo könnte sie denn sein? Dann suchen wir sie mal. Der Indie-Indie-Markt. Hier scheint sie nirgendwo zu sein. Wozu die Eile? Bleiben Sie nächstes Mal. Hier ist ja auch nichts. Ich würde es ja gerne mal ausreizen, was passiert, wenn ich da hingehe. Falls Sie nicht irgendwohin unterwegs sind, rate ich Ihnen, die Straßen zu meiden. Zumindest ist er höflich. Noch. Ach, Nela, wo bist du denn? Ich laufe schon seit 12 Minuten herum. Frag mal, Cranboy. Teilchenpartner, wohin soll's denn heute gehen? Nelas Imbisswagen. Ich möchte zum Seshadri Tower. Das höchste Gebäude in ganz Propast. Das ist genau hier, Liebes. Ich hoffe, du erreichst dein Ziel, Baby. Und wenn du dich nochmal verirrst, du weißt ja, Cranboy deckt dir den Rücken. Ich gucke jetzt mal, was ich im Inventar habe. The Collective. Ach ja! Der Kollege, ach da, ja genau, oh, warum läuf ich, ich bin direkt davor und, ne, ja, super. Ich liefere ab, wie versprochen, ne? Du kriegst deine Bonbons, Atze. Paar Tage noch, höchstens eine Woche. Mir egal, Hauptsache du lieferst ab. Wer ist sie denn? Anda, was willst du denn hier, Scheiße, nochmal? Ich hab dich gesucht. Wozu denn, verdammt? Scheiße, egal, dich kann ich hier jetzt nicht brauchen, Zoe. Hätte nicht gedacht, dass du ein Partyparasit bist. Kacke, verdammt! Wusste nicht, dass du gleich mit deinen Mädels anrückst. Hey, jetzt! Ach, scheiße! Puta, du Beckmann! Was willst du denn hier? Ich wollte bloß... Du warst nicht beim Imbisswagen, also habe ich mal nachgesehen. Du hast mal nachgesehen? Spionierst du mir hinterher, du Bitch? Oh... Meine Güte, jetzt chill mal, Nela. Nein, ich wollte dich nach Hannah Roth fragen. Hannah? Hannah? Wozu das denn, verdammt? Ich muss sie finden. Das beantwortet nicht meine Frage und du wirst sie nicht finden. Sie ist... Scheiße, hör auf damit! Hör auf zu suchen, hör auf zu fragen und hör auf, mir nachzulaufen. Damit willst du echt nichts zu tun haben. Vergiss es einfach und geh weg hier. Du wirst Hannah nicht finden und du wirst mich nicht nochmal nach ihr fragen oder sonst wen. Geh, verpiss dich endlich hier. Was ist denn los mit dir? Hannah Roth wird warten müssen, ganz gleich wie besorgt Queenie auch sein mag. Nela hat schlechte Laune und ich werde sie bestimmt nicht noch reizen. Kehr zu Baruti. Was ist denn hier los? Vielleicht war das kleine Mädchen, das uns begegnet ist, ja, Hannah. Wer weiß.
Die ganze Stadt ist mit Uminskas Gesicht zugepflastert worden. Die Einheit gibt kurz vor der Wahl noch einmal alles. Ich glaube wirklich, sie hat... Wir haben ganz gute Chancen. Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Shalom. Kann ich Ihnen bei Ihrer... Abfalleimer. Mr. Landon ist nicht sehr erfreut darüber, wie du in seinem Barrio rumfuschst, Sozi. Sachte Gevatter. Dein Gevatter. Und dein Kumpel bin ich auch nicht. Mr. Landon sagt, du hast ihn nicht um Erlaubnis gefragt, Kolo. Das sieht Mr. Landon gar nicht gern. Respektlos ist das, sagt Mr. Landon. Sagen Sie, Mr. Landon, ich pfusche hier nicht rum. Ich führe lediglich einen Wahlkampf. Könnten wir das vielleicht anständig ausdiskutieren, statt... Hey, Assi! Red mit mir, nicht mit Mr. Landon. Keiner redet mit Mr. Landon. Klar? Und rumdiskutiert wird hier auch nicht. Deine Kommi-Kameraden brauchen wir in Propast nicht. Das Barrio wählt Wolf. Schon klar, was hier läuft. Es geht nicht um Revier oder Respekt, wie? Es geht um Kaiser Konstantin und seine Faschoarmee. Hey, lassen Sie ihn in Ruhe! Halt, was? War das wirklich ich? Oder was? Misch dich nicht ein, Zucker! Sonst boxe ich dir ein paar an deine Torte. Und mit einem platten Rüssel wirst du nicht mehr so hübsch aussehen, hm? Ich habe kein Wort verstanden, aber wenn Sie ihn nicht in Ruhe lassen, rufe ich die Polizei. Die Pala? Scheiße, Mann! Minette! Glaubst du echt, die Bullen mischen sich da ein? Hast du eine Ahnung, von wem wir hier reden? Von Mr. London. Und dem gehören die Bullen von Propast. Jetzt zisch ab, bevor ich so angepisst bin, dass ich dich...一个旅行的商人沿途为他的商品叫卖，他卖武器和盔甲。有一日，他来到一个村里面，里面住着一位伟大的军人。我的盾牌，商人话，非常坚固，无论乜嘢武器都刺唔入，可以保护你不受任何伤害。 我嘅长矛，商人话锋利无比，无论乜嘢一刺就穿，将你嘅敌人即刻打到喺地上。咁点可以啊？伟大嘅军人问道：你有一个乜嘢都无法刺穿嘅盾牌，同埋一个乜嘢都能刺穿嘅长矛，佢哋点样可以同时存在？Ich spreche nicht Kantonesisch. Ich habe keine Ahnung, was Sie sagen. 商人。 攞起佢嘅盾牌同埋长矛，可唔可以同时存在并不重要。你个老閪，你冲过去用长矛将军人刺死啦，因为佢哋喺我手上，我话事。 Lassen Sie ihn einfach gehen. Bitte, er ist harmlos. Und lass dir das eine Lehre sein, Kutas. Das hier ist Mr. Landons Revier. Und je eher du das in deinen Koko kriegst, desto weniger Stress wirst du haben. Haben wir uns verstanden, mein Freund? Was zum Geier ist, geht denn hier ab? Hallo? Meine Güte, Baruti. Alles okay? Ich glaube schon. Danke fürs Eingreifen, Zoe. Weiß ich zu schätzen. Obwohl ich nicht sicher bin, ob das so schlau war. Jetzt hat er dich auf dem Radar. Ich konnte ja schlecht dastehen und zusehen. Ist wirklich alles okay? Ja, schon. Aber ich gehe heute Abend nirgends mehr hin. Ich schaue mir nur vom Büro aus Leas Ansprache an. Brauchst du irgendwas? Du musst hier nicht allein bleiben, weißt du? Ich kann da bleiben. Oder du kommst mit zu mir nach Hause. Mir geht's gut, Sisi. Ehrlich. Die wollten mich bloß erschrecken. Ist ihnen gelungen. Die kommen nicht wieder. Wenigstens nicht heute. Wegen morgen können wir uns morgen sorgen. Okay. Wegen Queenie und... Lass uns das auch morgen besprechen. Jetzt will ich einfach nur hier sitzen, mit einer heißen Tasse Tee und mir eine mitreißende Wahlrede anhören. Versteh schon. Aber Baruti, schließ bitte die Tür ab.
und klingel durch, wenn irgendwas ist. Wenn du darauf bestehst, wir sehen uns Donnerstag, Sisi. Pass auf dich auf, Baruti. Oh, was geht denn hier nur ab? Ups. Und jetzt? Begib dich in eure Wohnung. Ah, okay. Wir müssen jetzt nach Hause laufen. Gut, dann machen wir das mal eben. Laufen wir mal eben fix nach Hause. Die Kollaps-Gedenkstätte. Der Kollaps, 8. August 2209. Der Tag, an dem alles zum Teufel ging. Ich erinnere mich nur bruchstückhaft. Es war ein beängstigender Tag. Das Leben ist teuer. A dream all day. Dreamed all my life. I stay awake. Ich guck mal eben. Ob ich hier noch was machen kann. Ich glaube, jetzt natürlich den langen Weg nach Hause. Ah, unglaublich. Man kann doch nicht mal mehr träumen. Schon Träume sind Drogen. Europa braucht Mitgefühl. Unglaublich. Ich finde das furchtbar. Dass Träume zu Drogen werden. Bäh. Ist ja ekelhaft. Manchmal, bin ich jetzt hier richtig? Oh, jetzt bin ich einmal herumgelaufen. Ja, ich muss da lang. Ah, Propas ist schon ein bisschen groß. Ich verirre mich hier dauernd. Mann. So. Ich glaube, hier war das, ne? Sunshine. Jawohl. Sunshine Plaza. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ab nach Hause. Es war ein langer Tag.